Herzlich willkommen zum heutigen Video. In ihm geht es darum, was man denn um diese Jahreszeit noch pflücken kann. Darf man solches braunes und welkes Gras füttern? Muss man mühsam die grünen Helmchen dazwischen raussuchen? Was ist, wenn die wenigen grünen Pflänzchen dann auch noch Mehltau haben oder irgendeinen anderen komischen fleckigen Ballag auf ihren Blättern? Und warum sind ausgerechnet Rosen, Brombeeren und anderes stacheliges Zeugs grün, wenn schon kaum noch etwas wächst? Dürfen das die Kaninchen fressen? Oder muss man jetzt schon zu Kräutertöpfchen und Grünfutter aus dem Supermarkt greifen? Hier seht ihr eines unserer Kaninchen beim Freigang im Garten um diese Jahreszeit. Manche Dinge scheinen wirklich nicht zu schmecken. Die lässt es links liegen. Grüne Helmchen, wie das Gras, was zwischen den Steinen wächst, sind natürlich besonders lecker. Und die Ringelblumen da oben, die haben alle mittlerweile wirklich den Mehltau an den Blättern, also diesen weißen, komischen Belag. Aber es stört das Kaninchen kein bisschen. Es ist gut in der Lage auszuwählen, was noch Vitamine hat und schmeckt. Gern nehme ich euch und das Nachbarskind und auch gerne noch den Hund von Nachbars mit auf einen herbstlichen Spaziergang, bei dem wir allerhand Leckeres noch finden, was man den Kaninchen ohne Probleme geben kann. Und selbstverständlich bekommen auch unsere Hunde mehr als genug ein Leckerchen zum Naschen. Wir laufen am Dorfteich vorbei und pflücken ein paar Weidenäste. Obwohl die Weidenblätter schon braun sind und etwas vergilbt, nehmen wir sie mit. Die Kaninchen stört das nicht. Die Enten stört dafür unser Besuch umso mehr. Da unser Leo aber ausgesprochen wasserscheu ist, ist er für die Enten keine Gefahr. Im Wald ist noch allerhand grün. Die Beinwellpflanzen schmecken Leo scheinbar besonders gut oder er merkt instinktiv, dass er als alter Hund hinten doch schon Probleme hat beim Laufen und nutzt dadurch diese Heilpflanze. Kaninchen fressen Beinwell eher ungern. Sie sind aber sehr dankbar, wenn ihr trotz der Stacheln ihnen Brombeeren mitbringt. Vielleicht habt ihr auch Glück und findet noch die weniger stacheligen Himbeeren. Die Kaninchen haben mit Stacheln keinerlei Probleme. Sie sind geschickt genug, um sich beim Futtern nicht zu verletzen. Auch Brennnesseln könnt ihr füttern. Allerdings solltet ihr diese ein paar Tage trocknen lassen, denn dadurch verlieren sie ihre Stacheligkeit. Unerfahrene Jungtiere kosten natürlich auch einmal frische Brennnesseln. Aber recht schnell merken sie, dass es an Ohren und Näschen doch sehr, sehr unangenehm ist. Denn die Brennhärchen an den Brennnesseln sind so dicht aneinander, dass man ihnen auch mit dem geschicktesten Fressen nicht ausweichen kann. Bei Rosen und Brombeeren, da schaffen das die Kaninchen schon. Da knabbern sie doch ganz raffiniert zwischendurch und naschen, ohne sich von den Stacheln stören zu lassen. Weiter geht's im Wald und wie ihr seht, sind auch Himbeerblätter noch relativ grün und hier stachelt man sich nicht die Finger kaputt. Und viele Baumsorten haben auch noch vernünftig grünes Laub, aber die Kaninchen haben auch an den welken Blättern ihre Freude. Schnappt euch also an einem sonnigen, trockenen Herbsttag irgendeinen Sack und geht mal Laub sammeln, wie wir das hier getan haben. Die Kaninchen werden es euch danken. Trockenes Laub einheimischer Bäume schmeckt den Kaninchen nicht nur gut, sondern ihr könnt es auch für den Winter aufheben, sodass die Kaninchen obendrein noch einen richtigen Buddelspaß haben, wenn ihr ein Häuschen oder einen großen Pappkarton damit füllt, in dem sie umhergraben und naschen können. Unser Friedrich, hier ein paar Archivaufnahmen, war ein ganz großer Freund solchen Buddelspaßes und er mochte Höhlen, die mit irgendetwas gefüllt sind, in dem man wild umherstromern kann, wohingegen Tiffy die kleine Genießerin war und sich die leckersten Blättchen rausgepickt hat. Warum manche Felder im Winter so schön grün sind? Das liegt daran, dass der Boden nicht unbedeckt sein soll, damit er nicht an Qualität verliert. Deshalb sehen viele Bauern Gründüngung.
Diese Pflanzen sind noch weit in den Winter hinein grün und nur ein Teil davon friert weg. Der Rest wird dann untergepflügt. Und dabei sind auch viele wertvolle Futterpflanzen, zum Beispiel Sonnenblumen, Ölrettich und Senf. Auch Topinambur blüht und grünt noch bis zum ersten Frost. In der Erde sind übrigens viele kleine Knollen. Und wenn oben alles weggefroren ist, finden sich trotzdem in der Erde noch die ganzen kleinen Knollen, die im nächsten Jahr neu austreiben. Die könnt ihr verfüttern oder euch ein paar mit nach Hause nehmen und in den Garten stecken, wenn ihr einen habt. Denn daraus wachsen bald große Büschel neuer, wunderschön gelb blühender Topinamburpflanzen. Und wie ihr es sehen könnt, meinen Kaninchen schmecken die unglaublich gut. Gut zu erkennen ist hier auch der Mehltau auf den Blättern, der den Kaninchen wirklich nicht schadet. Macht euch also keinerlei Gedanken, wenn im Herbst dann doch das eine oder andere welke Blättchen oder welke Helmchen im Futter landet. Die Kaninchen wissen sehr wohl zu selektieren und sich die Sachen rauszusuchen, die für sie gut sind, wenn sie denn nur genügend Grünes im Angebot haben. Und fangt hin und wieder schon einmal an, ein Kohlblättchen zu füttern, denn Kohl ist im Winter gerade für Freilandkaninchen ein gutes Gemüse mit Frostschutzfaktor, aber wir sollten die Kaninchen schon sehr langsam daran gewöhnen, damit sie dann keine Bauchschmerzen bekommen. Und wer so viel Glück hat wie ich und einen Hund hat, der manche Tage vergisst, dass er ein Fleischfresser ist, der hat vielleicht auch einen fleißigen Helfer, der für die Kaninchen nicht nur Äste, sondern sogar die Äpfel mitpflückt, die auch eine willkommene Abwechslung sind, hin und wieder einmal im reichlich Grünes enthaltenen Speiseplan. Findet ihr noch im Moment genügend Grünes für eure Tiere? Konnte ich euch ein paar Anregungen geben? Schreibt es gern in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben für meinen herbstlichen Spaziergang, den ich mit euch gemacht habe, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Eure Diana von Happy Kaninchen. Haben Sie dich so hoch gehängt, mein Guter? Oh, Leo. Ist aber auch blöd, dass dein Graben ist, gell? Na komm, geh heim. Komm her, mein Dicker, los. Lass die blöden Äpfel. Nein, lass die blöden Äpfel, das wird nix. Du bist ein Fleischfresser. Kriegst du nicht, ne? Es ist ein Graben, ne? Schwierig. Tja, wie kommt man da dran? Fliegen müsste man können, ne?